Ja, hallo, ich grüße euch. Und zwar habe ich heute mir vorgenommen, mit diesem Chat-GPT oder GPT zu programmieren, beziehungsweise programmieren zu lassen. Weil die Programmiersprache, die ich mir ausgesucht habe, ist Python. Python, das wird Python geschrieben. Python kann ich überhaupt nicht. Aber ich dachte mir, dieses Chat-GPT kann das vielleicht. Und ja, ich habe nur gesagt, was ich möchte, ne? Ich schreibe mir bitte ein Python-Programm, das die Wellenlänge in Frequenz, in Megahertz umwandelt, mit Eingabeaufforderung, mit Kommentaren im Code bitte, ne? Kommentare, damit ich verstehe, was der da macht. Ja, dann hat er das gemacht. Dann habe ich ge gesehen, ja, das könnte man noch vielleicht ein bisschen besser machen und so, habe da ein paar Varianten mir erstellen lassen und das hat super funktioniert. Ja, Python, das kann jeder haben, das ist ganz einfach zu installieren. Vielleicht habt ihr das auch schon installiert. Wenn ihr CMD eingibt, hier bei Windows und dann dieses Fenster aufruft und dann PY eingibt. Falls es installiert ist, dann kommt so eine Meldung, nicht? Dann wird die Python-Version, die installiert ist, angezeigt. Und falls es nicht installiert ist, dann kommt irgendeine Fehlermeldung. Kenne ich nicht, nie gehört, weiß nicht. Das könnt ihr euch aber ganz schnell installieren. Da müsst ihr nur Python und Download bei Google eingeben. Dann habt ihr das hier schon. Ich habe es schon gerade aufgerufen. So sieht es dann aus und dann könnt ihr hier, das erkennt automatisch euer Betriebssystem und dann könnt ihr hier die Version einfach runterladen und installieren. Das geht alles blitzschnell. Dann als nächstes schauen wir mal, was er da alles installiert bei Python. Hier ist dann so ein Ordner und da ist das erste, da steht Idle, ne? Idle geschrieben. Und das ist ein Editor. Der ist speziell für Python. Der ist wichtig, um Programme überhaupt schreiben zu können. Und was man hier noch machen muss, man muss hier nur sagen New File. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Und dann muss man hier einfach diesen Code. Welchen nehme ich denn? Es gibt ja so einige. Nehmen wir mal den hier und dann hier hat er also mir einen Code geschrieben. Dies ist ein Python-Programm, das die Frequenz in Megahertz in Wellenlänge in Meter umwandelt. Müsste da eigentlich stehen, ne? So. Okay, da kann ich jetzt sagen Copy Code. Da klicke ich einfach drauf. Jetzt hat er das kopiert. Hier ist mein leeres Fenster, dann mache ich jetzt Steuerung und V, dann wird das da so rein kopiert. Und jetzt muss ich das erstmal speichern. Save as, speichere ich. Dann geht er automatisch in seinen Python-Ordner und ich bin dann einen Ordner rückwärts gegangen. Dann nenne ich das jetzt Test einfach. So, und dann kann ich hier auf Run klicken und Run Module und hier kann ich das Programm erstmal testen, ob es funktioniert, ne? Und so sieht es aus. Bitte geben Sie, ja, das ist, kann ich ja gleich noch ändern. Bitte geben Sie die Frequenz in Megahertz ein. Dann nehme ich jetzt mal Deutschlandfunk hier, ne? Das sind ungefähr 99 Megahertz. Und dann gibt er mir hier aus die Wellenlänge in Meter 3,02 irgendwas. Möchtest du eine weitere Berechnung durchführen? Das wollte ich so, dass er das nachfragt. Habe ich ihm einfach den Auftrag gegeben. Da kann ich jetzt, wenn ich nicht will, kann ich einfach ein N eingeben. Ne? Ja, weil ich will nämlich hier ändern. Bitte geben Sie die Frequenz in Megahertz ein. Da wollte ich eigentlich, dass er du sagt. Irgendwie hat er das nicht gemacht.
Und das kann ich ihr aber selber schnell ändern. Weil hier steht es ja in grün. Bitte geben Sie, und dann mache ich einfach daraus, bitte gib die Frequenz in Megahertz ein. Dann speichere ich das Ganze. Sag nochmal Run. Und dann mach das richtig. Bitte gib die Frequenz in Megahertz ein. Dann nehme ich jetzt mal 15 Megahertz, irgendwie so Kurzwelle. Und dann kommt die Wellenlänge in Meter, 19,986 und so weiter, ne? Das ist ja auch das 19-Meter-Band, deswegen. Möchtest du eine Weite berechnen? Ja, kann sie also sagen, ja. Da muss ich auch ja eingeben. Und dann kann ich eine andere, dann nehme ich mal die vier, zum Beispiel die Wettersonden, 402 sind das ja ungefähr. Also ich kann es auch genau eingeben, da muss ich aber einen Punkt für ein Komma machen, ne? 402,7 muss heißen 402,7. Und dann kriege ich auch hier die Wellenlänge in Meter 0,74. Möchtest du eine weitere Berechnung durchführen? Nein, dann mache ich mal ein N. Fertig. So, jetzt kann ich das hier schließen. Und nun kann ich das Programm aber auch hier direkt aufrufen. Weil ja Python installiert ist, funktioniert das. Und dann klicke ich hier einfach doppelt drauf. Test. Bitte gib die Frequenz in Megahertz ein. Machen wir noch mal irgendwas. Machen wir mal 7 Megahertz, also 7000 Kilohertz sind das dann, ne? Dann haben wir 42,82 und so weiter Meter. Dann ist das gleiche in grün. Jetzt gebe ich N ein, weil ich fertig bin. Und dann schließt sich das Fenster wieder, ne? Also das ist wirklich eine coole Sache. Die Kunst bei diesem Chat PTG oder GPT, meine ich, ist ja nur die richtige Frage zu stellen, ne? Wird mir immer mehr bewusst, weil da entscheidet es sich. Das macht ja alles, was man will, sozusagen, nur man muss es halt richtig formulieren. Also ihr seht, hier habe ich einige Sachen noch ausprobiert. Hier habe ich zum Beispiel auch für die Antennenberechnung, da habe ich also ein Programm mir schreiben lassen, was eine Dipolantenne ausrechnet. Da gab es einige Fehler und es blieb bis zum Schluss fehlerhaft. Er hat immer die Länge, er hat immer nur die Gesamtlänge der Antenne ausgegeben, meinte aber, das sei die Schenkellänge, nicht? Weil wir haben ja beim Dipol zwei Hälften. Und das hat er irgendwie nicht hingekriegt. Also ich habe ihm mehrere Male gesagt, hier stimmt nicht und so, ne? Er hat den Fehler nicht gefunden. Ganz merkwürdig. Ich habe es dann einfach per Hand korrigiert, weil ich muss, es geht ja darum, dass man bei einer Dipolantenne, dass man da also. Es geht ja darum, dass man bei einer Dipolantenne, ich habe hier nochmal nachgeguckt, da hat man ja pro Schenkel eine Länge von Lambda Viertel. Und er hat jetzt immer Lambda Halbe ausgegeben, also die doppelte Länge, ne, was ja falsch ist. Naja, also ich habe das dann selber per Hand korrigiert, das ist ja kein Problem. Und hier ist das fertige Programm. Berechnung einer Dipolantenne, bitte gib die Frequenz in Megahertz ein und dann nehmen wir mal hier die 15 Megahertz zum Beispiel. Und dann haben wir Länge einer Hälfte des Dipols in Meter 5 und da hat er immer falsch, hat er immer das Doppelte ausgegeben, also 10 Meter, ne, was ja Lambda halbe ist und ja, das wäre falsch gewesen. Möchtest du eine weitere Berechnung durchführen? Ja. Nehmen wir mal jetzt eine Frequenz, vielleicht hier so Wettersatelliten hier, ne? So 137 Megahertz. Da kämen wir dann auf Länge einer Hälfte des Dipols in Meter 0,55, ne? Also 2 mal 55 Zentimeter.
Aber es muss auch jetzt nicht so. Manchmal hat man ja nur 50 Zentimeter. Ich denke mal, dass, ja, da werden einige die Nase rümpfen und sagen, es muss aber ganz genau sein und so. Aber gut, ja, ist ja auch eine Frage, was man gerade so da hat, ne? Das wollte ich euch eigentlich nur zeigen, wie man hier ganz schnell programmieren kann, ne? Wie gesagt, es ist nur die Kunst ist nur die richtige Frage zu stellen. Also hier zum Beispiel, ne? Hier habe ich das geschrieben. Das war mein erster Wunsch sozusagen. Schreibe mir bitte ein Python-Programm, das eine Dipolantenne berechnet, frage die Frequenz in Megahertz ab, bitte den Anwender, die Frequenz einzugeben und frage nach Beendigung, ob eine weitere Berechnung folgen soll. In persönlicher Du-Form. Das hat er auch nur halb hingekriegt. Naja. Aber immerhin funktioniert es. Und die paar kleinen Fehler, die er gemacht hat, die habe ich halt selber korrigiert, ne? Das war's schon, das wollte ich euch zeigen, weil das ist ja jetzt eine ganz neue Seite von ChatGPT. Und ich bin wirklich baff, was dieses Programm alles kann, ne? Alles klar, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.